Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe und heute beschäftigen wir uns mit dem, wenn nicht wichtigsten Video, was wir jemals auf unserem Kanal veröffentlicht haben. Ich kann Ihnen von daher nur dringend ans Herz legen, diesen Kanal zu abonnieren, auch in die Telegram-Gruppe zu kommen. Wer bei Telegram ist, der hat immer einen kleinen Vorsprung zu YouTube. Und heute beschäftige ich mich mit Robert Kiyosaki. Für alle diejenigen, die ihn noch nicht kennen, er war oder ist ein bekannter Finanzautor. Sein bekanntestes Buch ist Rich Dad, Poor Dad. Das können Sie auch als Hörbuch auf Spotify hören. Ich kann Ihnen das nur dringend ans Herz legen. Und er hat alleine schon 32 Millionen Bücher weltweit verkauft. Er ist ein Verfechter der finanziellen Unabhängigkeit. Wie mache ich mich finanziell unabhängig? Und warum sollte ich nicht immer auf bestimmte systemrelevante Aussagen hören? Und all das möchte ich jetzt mit Ihnen kurz in einer Nutshell vertiefen und Sie hungrig machen auf mehr von Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sagt, er ist froh, zu einer Militärakademie gegangen zu sein und nicht auf eine Universität. Warum? Nun, auf einer Militärakademie lernt man natürlich Disziplin. Und Robert Kiyosaki sagt, es gibt die interne Disziplin und die externe Disziplin. Die externe Disziplin ist jetzt die Corona-Krise, wo Sie gezwungen werden, also durch äußere Umstände natürlich, ihr Leben zu verändern, im Homeoffice beispielsweise zu arbeiten oder sich einen neuen Job zu suchen, was auch immer. Und die interne Disziplin, das ist Ihre eigene Disziplin oder wie man auch mal so schön sagt, den inneren Schweinehund überwinden, zum Sport gehen, ja, also sich intern anstrengen, sich eine Struktur aufbauen und selber Lebensabwicklungen sozusagen zu strukturieren. Und darum geht es jetzt letztendlich, denn er hat natürlich in der Militärakademie auch Strategien gelernt und darum geht es ja auch als Geschäftsmann, als Unternehmer entwickelt man jetzt Strategien, sein Business neu zu stellen, neu umzustellen. Wie mache ich mein Business Corona sicher oder welche Sachen sind jetzt gefragt? Also Sie müssen ja auch jetzt lernen, Strategien anzuwenden, um diese Corona-Krise zu überleben. Und was er natürlich auch gelernt hat, ist, was natürlich auch mit Strategien zusammenhängt, ist natürlich auch mit Militärgeschichte. Haben Sie schon mal das Wort History näher auseinandergenommen bzw. näher betrachtet? Dann sehen Sie, dass History besteht aus his story, seiner Geschichte, die Geschichte des Siegers. Es ist immer so, dass natürlich der Sieger natürlich auch immer die Geschichte beeinflusst. Das, denke ich mal, ist auch kein Geheimnis oder sollte für die meisten Leute, haben vielleicht nicht drüber nachgedacht, aber jetzt sollte doch so ein kleiner Aha-Effekt bei Ihnen mal aufkommen. Und ich gehe noch weiter. Dasselbe ist ja im englischen Wort Belief. Im Belief steckt auch Lie drin. Ja. Einfach nur mal so zum Nachdenken. Und warum man natürlich Strategien und Disziplin haben sollte, ist natürlich so, weil natürlich das ganze Leben natürlich auch ein Kampf ist. Ein Kampf natürlich nicht nur zu überleben, sondern auch das Beste daraus zu machen. Und da komme ich jetzt zu den Universitäten, zu diesen geregelten Lebensabläufen, Schule, Universität, Ausbildung und so weiter und so fort. Und es ist natürlich klar, dass Sie als Arbeitnehmer immer Lebenszeit gegen Arbeitszeit tauschen. Ja, Sie bekommen also Lebenszeit, Arbeitszeit und tauschen das dafür gegen Geld ein. Ein Unternehmen zahlt Ihnen immer nur das Minimum, also gerade das, was Sie so gerade bezahlen möchten und können und auch nur wollen und erwartet aber im Gegenzug von Ihnen den maximalen Einsatz, dass Sie sich aufreiben und das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das ist, was ein Angestellter macht. Ein Angestellter bekommt dafür natürlich nicht nur seine Sozialversicherung, er bekommt dafür natürlich auch seinen Lohn und er hat seinen Radius, in dem er arbeitet. Und viele Leute fühlen sich da wohl drin. Also wenn sie jetzt kein leitender Angestellter sind dann, und immer nur das gesagt bekommen, was sie tun müssen, dann sind viele Leute damit zufrieden. Aber sie sind immer abhängig. Sie sind immer abhängig vom Arbeitgeber. Und gerade jetzt in der Corona-Krise sehen wir es ja, wer seinen Job verliert und so weiter, der wird nicht nur vor den Kopf gestoßen, sondern der sieht sich ganz neuen Herausforderungen gegenüber. Wie stelle ich mich jetzt auf? Mache ich mich vielleicht selbstständig oder bleibe ich arbeitslos oder bewerbe ich mich um einen neuen Job? All das sind ja auch letztendlich Strategien und Überlegungen, die man jetzt anstellen muss. Und
nochmal zu den Universitäten zurück. Sie lernen auf der Schule, lernen sie binomische Formeln, Satz des Pythagoras, tausend andere Dinge, die sie im Endeffekt später gar nicht mehr brauchen. Aber was lernen sie auch nicht in der Schule schon? Wie wichtig ist es, eine Steuererklärung zu machen? Ja, welche Bedeutung das Finanzamt hat? Ja, warum man immer mit dem Finanzamt gut zusammenarbeiten sollte? Ja, welche Fallstricke das mit sich bringen kann? Das lernen sie auf keiner Schule. Das lernen sie aber auch auf keiner Universität. Ja, weil da gibt es natürlich auch bestimmte Berufszweige. Wenn wir zum Beispiel Jura nehmen, dann da lernen sie vom ersten Examen nur Gutachtenstil. Da könnte ein Diebstahl begangen haben. Dann lernen sie die Rechtsprechung und die Lehre. Von der Lehre werden sie in der späteren juristischen Karriere nie wieder was hören. Da werden komische Theorien verbreitet von Leuten, die sich mit diesen Theorien einfach nur einen Namen machen möchten in der Wissenschaft. Das ist aber im späteren Berufsleben gilt nur eine Rechtsprechung. Da gelten keine wissenschaftlichen Theorien. Sie lernen so viel unnützes Zeug, dummes Zeug auch teilweise, was sie sich in den Schädel einhämmern und was sie nie brauchen und was sie natürlich vom wahren Leben nämlich abhält. Was ist nämlich wichtig in Jura, in der Rechtswissenschaft? Unternehmen gründen, Steuern zahlen, Steuerrecht, das sind die Insolvenzrecht, das sind doch jetzt, auch gerade jetzt wieder, das sind doch die Kernkompetenzen. Aber da kratzen sie nur immer an der Peripherie. Kratzen sie nur ein bisschen dran. Ja, es gibt GmbH und dann gibt es das Gesetz und dann gibt es INSO-Gesetz und so weiter. Aber das hat mit dem wirklichen Leben absolut nichts zu tun. Und da kann ich nur Robert Kiyosaki absolut beipflichten. Das ist alles, das macht sie nicht fit. Ich habe junge Leute erlebt, die sich über Amazon ein Business aufgebaut haben, ja, mit nichts, from the scratch, ja. Die haben sich Geld geliehen, die haben natürlich auch da, ist es natürlich auch eine Wette, ja, dass das Business läuft. Aber sie haben es geschafft, sie haben irgendwelche anderen Produkte gelauncht. Und ein Studium ist nichts anderes auch als eine Wette. Sie studieren ja, oder wie auch Robert Kiyosakis Vater, um einen Doktortitel zu haben, um dadurch einen besseren Job zu finden. Aber diese Träume und Wünsche zerplatzen ja auch schnell. Das sehen wir jetzt ja auch schon wieder. Ob Sie ein Azubi sind, wenn Sie jetzt eine Lehrstelle suchen, dann werden Sie sich schwer tun, ja, weil keine Lehrstellen auf den Markt kommen jetzt durch Corona. Wenn Sie Angestellter sind oder im Abhängigkeitsverhältnis stehen, arbeitslos sind, haben Sie jetzt auch Schwierigkeiten. Und darum geht es doch letztendlich. Es geht doch darum, nicht immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen, sondern finanzielle Unabhängigkeit anzustreben. Und das lernen Sie auf keiner Universität, sondern das ist so. Mir wurde das ja auch gesagt, wenn du das hast, dann gehörst du zu einer Elite, dann musst du das machen und das machen. Und im Nachhinein, wenn ich das alles retrospektiv betrachte, ist das alles Bullshit gewesen. Kompletter Bullshit. Da haben andere Leute, das muss man ganz ehrlich sagen, die haben Business so hochgezogen und haben sofort sich gar nicht diesen geistige Verschwendung angetan. Ja? Indem sie lernen etwas, um etwas zu bestehen. Dann bekommen sie ein Papier, ein Diplom. Und dann geht das immer so weiter. Aber im Endeffekt können Sie davon sich nicht mal eine Scheibe Toastbrot kaufen, wenn es hart auf hart kommt. Ja? Das ist ja so. Ein Handwerker hat ja auch immer den Vorteil, dass er ja nicht nur international arbeiten kann. Ja, wenn ich jetzt einen Schreiner nehme, ja, der kann überall auswandern, der kann sofort sein Gewerbe da ausüben. Das kann zum Beispiel jetzt ein Jurist oder BWLer, wird es auch ein bisschen schwer. Das ist jetzt nicht immer so der Fall. Ja? Das haben sie schon schwierige Hürden. Und es bringt ihnen ja nichts. Ein Schreiner kann sich selbstständig machen oder er kann irgendwelche Figuren machen, beispielsweise. Er kann selber sein eigenes Business hochziehen. Das wird ihm bei den anderen Berufen schon sehr schwer fallen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt gegen alle Universitäten oder gegen alle akademischen Bildungsgrade schimpfe. Also ein Arzt ist um Gottes Willen. Ein Chemiker natürlich auch. Das sind natürlich Berufe, die sind natürlich unstreitig. Ja, weil sie natürlich da, wie gesagt, lege artis, wirklich gesagt, wirklich was lernen. Was natürlich auch wissenschaftlich und was natürlich auch fundiert ist, ja, wo sie auch arbeiten können. Sie können als Arzt auch überall arbeiten, aber ich will nur so weit gehen, dass ich sage, nicht alle akademischen Berufe sind auch wirklich, ja, bieten ihnen einen Mehrwert, will ich mal sagen, und sind ein Garant für ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Ja. So, weit, weit ausgeholt. Ja, und bei Rich Dad Poor Dad geht es ja darum letztendlich, dass Robert Kiyosaki natürlich auch sagt, dass man natürlich auch den richtigen Lehrer finden soll. Und YouTube hat natürlich auch viele Lehrer und YouTube hat eine mannigfaltige Möglichkeit. Sie brauchen zum Beispiel, wenn Sie jetzt kein Office können, dann können Sie sich Tutorials angucken und können sozusagen Office lernen. Und so ist es natürlich wichtig.
YouTube zu nutzen, aber YouTube auch richtig zu nutzen. Was will ich damit sagen? Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach, dass man zwischen Influencern und Coaches und Beratern unterscheiden sollte. Ganz, ganz wichtig. Ein Influencer, wie der Name schon sagt, der beeinflusst ihr Leben, aber er beeinflusst es nicht immer positiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel bewerbe, wo ich in 4 Wochen 5 Kilo verliere, was vielleicht mit Nebenwirkungen verbunden ist, nehmen wir das mal an, dann beeinflusst sich natürlich ihr Leben, natürlich Sport und sportlich und schlank zu werden. Aber es hat natürlich auch immer Nebeneffekte. Und ein Influencer ist natürlich auch abhängig von den Leuten, er bekommt natürlich auch das Geld von den Leuten, von denen, dessen Produkte er bewerben soll. Ja? Also ein Influencer ist nicht immer neutral und objektiv. Und ein Berater, ein Coach ist natürlich einer, der Lösungen anbietet, um Probleme zu lösen, oder er ist halt auch spezialisiert in bestimmten Fachbereichen, um da Lösungen zu entwickeln. Und so sollte man immer darauf achten, dass man sich jemanden sucht, der Erfahrung hat und nicht irgendwelche Dinge bewirbt, für die es keine großen Beweise gibt, wo auch nicht sichergestellt ist, dass es mir letztendlich einen wirklichen Mehrwert bietet. Und Bildung ist immer ein Mehrwert. Immer. Finanzielle Bildung ist immer ein Mehrwert. Und ich habe es, wie gesagt, auch, ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt und auch lange überlegt, ob ich einen YouTube-Kanal aufmachen soll, aber ich möchte Ihnen einfach nur helfen, sich finanziell unabhängig zu machen oder auch, wie gesagt, Ihr Unternehmen in die richtige Position zu strukturieren, ja, zu bringen, es jetzt durch die Krise zu bringen, es einfach effektiver zu machen. Und wo wir schon bei einem Unternehmen sind, das ist jetzt der dritte Punkt, wo Robert Kiyosaki recht hat, es wird mehr Verstaatlichung geben. Der Kapitalismus wird immer mehr zurückgedrängt werden. Wir werden mehr Sozialismus erleben, und zwar durch die Verstaatlichung von Unternehmen. Und in den USA ist es ja schon immer so, das hat man ja schon bei Obamacare gesehen, dass ja viele Leute dagegen waren, wenn der Staat einfach zu viel in den Markt eingreift. Das kann schon bei einer Krankenversicherung, war ja da schon die Hölle los. Und wenn jetzt Boeing natürlich auch nach staatlichen Hilfen schreit, ja, weil Boeing natürlich auch das Herzstück der amerikanischen Wirtschaft ist, und das dann kommen wird, dann werden da auch Tabus und Dämme gebrochen. Und wir erleben momentan ja auch, dass der Mittelstand ausstirbt. Der Mittelstand wird momentan weltweit rasiert. Das ist momentan, was hier stattfindet, ist momentan ein ganz schlimmes Sterben des Mittelstandes. Und wir erleben immer mehr, dass der Staat die Kontrolle übernimmt oder auch mein Leben beeinflusst. Der Staat sagt, du musst zu Hause arbeiten, du sollst nicht rausgehen, du musst dies machen, du musst das machen, du darfst nicht reisen. Also wir erleben momentan ja auch, dass das Wort wohnhaft, sage ich immer wieder, eine ganz neue Bedeutung erfährt. Und das ist auch meine Meinung letztendlich. Es werden nur noch die Großen überleben. Was mit den Kleinen passiert, das weiß man nicht. Ich glaube, das ist, wer jetzt sich nicht gut aufstellt, wer sich nicht richtig jetzt fit macht, wer jetzt nicht Kosten reduziert, der wird vom Markt verschwinden. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie es doch einfach mal in die Kommentare rein. Kritik nehme ich natürlich auch an, sofern sie nett und sachlich formuliert ist. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und denken Sie immer daran, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao.